Servus, ich schlage wieder, ich noch wieder hier. Heute fliege ich die Halifax PMK-3A. Soll ich eigentlich BMK hier gleich BK sagen können? Also, Halifax PMK-3A. Ich habe 15 Bomben am Start, wie man sieht. Und fuck, ich wollte eigentlich gar nichts aufnehmen hier, aber dann habe ich gesehen, diese Karte, oder beziehungsweise dieses, die Dämmerung. Ich mag Karten, wo Dämmerung ist. Obwohl das jetzt auch doof ist, weil es gibt ja keine Karten, wo die Dämmerung ist, sondern es gibt halt, Tageszeiten. Ja, also ich mag, wenn Dämmerung ist oder in der Nacht, fliege ich auch mittlerweile gerne und, ich habe mich schon gewundert, ich habe jetzt innerhalb von einem Monat, habe ich schon zweimal, Nachtfahrten mit den Panzern gehabt. Das ist ja unheimlich, das ist ja schon inflationär mittlerweile. Also hier die Hemden, ich habe mir die Spezifikation jetzt echt nicht eingeprägt. Ich mache wahrscheinlich sowieso noch eine Runde, vielleicht gucke ich da mal vorher auf dann. 15 Bomben, aber ich glaube das sind 500 Pfund. Ich habe einige Schützen hier an Bord, da oben ist eine Kanzel, hinten ist noch eine Kanzel, unten ist noch eine, an der Seite habe ich nichts, vorne jedenfalls noch. Und anders als sonst werde ich diesmal nicht zu Boden stürzen und versuchen hier irgendwelche paar Bodeneinheiten zu holen. Es gibt zwar genug da unten, aber die zählen sowieso nicht mit zum Sieg, sage ich jetzt mal. Ich könnte da runter, um mir ein bisschen Kohle farmen, aber das muss ich jetzt nicht zwingend machen. Ja, ich habe die gerade gesehen, da die FW. BF. FW, keine Ahnung. Also die BF, gerade gesehen. Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe oder jemand anderes geht irgendwie in Clinch mit ihm. Bin nicht ganz blöd, ich sehe, dass er da ist. Also ich versuche irgendwie mit ins Getümmel da, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwelche von mir ihn da abziehen. Okay, da ist jetzt jemand und hat ihn weggehummert. Das heißt, ich kann jetzt hier doch wieder ganz locker flockig auf die Basis zufliegen. Das Blöde ist, bei so vielen Bomben, wenn sowieso nicht alle treffen, dann fliegt einfach zu schnell hinüber. Dann müsste man schon, ja, was müsste man eigentlich? Selbst wenn ich die komplett den Schub rausnehme, würde es auch nicht klappen. Also ein paar werden daneben gehen und ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit einer halben Bombenlaster noch zu einer anderen Basis fliegen. Das sollte reichen hier. So, raus der was war das denn jetzt? Keine Ahnung. So, alle draußen. Gucken wir mal, wie viel davon reingehen. Nebenbei die Minimap im Auge behalten. Wird man ein bisschen drehen müssen, sonst bin ich zu nah am Ziel und werde da drüber hinwegschmeißen. Demnächst jetzt. Oh, da sehe ich schon. Da sieht man aber, wie viele reingehen. Scheiße, fast geschafft. Also wie viele sind das reingegangen? 6, 7. Ungefähr. Gegner nähern sich. Ich muss es mal drehen irgendwie. Das ist der Typ von eben, der fliegt auf mich zu. Über mir ist er. Fuck! Was war das denn? Ich muss die Bomben loswerden. Wenn ich höre, wie der reinknallt bei mir. Das muss eine deutsche oder eine russische Maschine sein. Kann ich gerade nicht sehen hier. Oh fuck. Ich bin komplett durch. Ich glaube, das ist eher eine deutsche Maschine. Die Russen klingen ein bisschen anders. Ja, das war es ja wohl hier gewesen. So, ich mache sowieso gleich noch eine Runde, ist scheißegal, aber. Oh, das sieht schön aus, wie die reinkommen da. Fuck. Deutsche Maschine! Ja, dachte ich mir noch. Naja, bis gleich dann. Weiter geht's. Wieder unterwegs. Oder immer noch. Unterwegs mit dem britischen Halifax Bomber BMK-3A. Ich hoffe, jetzt geht's ein bisschen besser. Eben gerade war ja echt schnell weg. Das waren ja keine 5 Minuten oder so. Also wie die Fokker da runtergeballert hat, komplett abgesägt. Hier gibt es drei Basen, die relativ dicht zusammen. Scheiße, die Karte kommt mir bekannt vor. Ah ja, okay, jetzt habe ich sie wieder auf dem Plan. Ich erinnere mich, als irgendein Patch rauskam, 1.59 oder so,
Und hier so ein Bug war, wo die Leute mit ihren Bombern abgestürzt sind und unheimlich viele Punkte bekommen haben. 2.500 Punkte. Ich habe ja da auch mal ein Video gemacht, das ist ja schon 1,5 Jahre her jetzt oder so. Und ich bin auch abgestürzt und habe, glaube ich, 2.700 Punkte oder so. Also über 2.000 waren es auf jeden Fall. Für nichts. Ich habe ja nichts gemacht. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder an Karten. Ich war schon länger nicht mehr hier, deswegen. Beziehungsweise bin ich nicht von der Seite aus gestartet. Stimmt, wir starten, also meistens starten wir von der anderen Seite aus. Beziehungsweise wenn ich im Team mit bin. Mit bei bin. Nubinator, was für ein Scheißname, ey. Also auch hier gehe ich wieder auf Basen, aber ich muss ehrlich sagen, auf Basen zu bomben bringt kein Geld mehr. Also wenn man wirklich darauf aus ist, jetzt ein bisschen Geld oder Punkte zu verdienen, da kannst du die Basen sparen. Da kriegst du nix. Und gerade hier ist auch blöd, weil wirklich diese britischen Bomber, die sind so aus Blech. Also wirklich so, so billig verarbeitet, habe ich das Gefühl. Also wenn das historisch akkurat ist, weiß nicht. Die Bewaffnung ist auch eher schlecht. Ich meine, die Crew ist komplett geskillt und sie treffen meistens nichts. Wenn ich daran denke, wenn ich mit den Ami-Bombern unterwegs bin, zum Beispiel letztens jetzt mit der Catalina, ja, selbst wirklich halb angesoffen, habe ich da noch mehr abgeschossen als hier jetzt. Okay, kann man nicht ganz vergleichen. Die Maschinen sind natürlich auch besser, aber dann müssen die Kanonen dementsprechend ja auch besser sein. Hey, was macht er hier? Zack, 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 zack. Ich habe immer noch welche übrig. Eigentlich sind das zu viele Bomben. Auf der Minimap sehe ich einen. Ich glaube, der geht gerade auf den Kollegen. Da ist noch einer. Ich denke, da kommt gleich jemand rüber hier. Ja, gerade so alle losgeworden hier. Oh, ich krieg Treffer von der Flak ab. Die Flak ist okay, die Flak ist nicht seit gestern so bestialisch, aber wenn ich daran denke, wie als ich angefangen habe, wie beschissen die Flak war, da konnte man wirklich daneben stehen und die haben mich nicht getroffen. Und mittlerweile, ich glaube, deswegen haben sie uns natürlich auch verbessert, ein bisschen, ich sag mal, effektiver gemacht. Damit sie nicht komplett nutzlos ist. Irgendeinen Sinn soll sie ja haben hier. Und wenn man bedenkt, wie zerballert mich die Flak mir schon so hart zerballert. Okay, jetzt der Flugplatz ist in der Nähe. Und die Flak vom Flugplatz ist sowieso härter. Scheiße, ich habe jemanden hinter mir. Wie man sieht, der trifft einen feuchten Scheißdreck. Wahrscheinlich mit dem Ami hat er wahrscheinlich schon was runtergeschossen. Aber derselbe Scheiß ist ja auch so bei den Japanern. Die Dinger sind auch komplett nutzlos. Also wenn es ums Selbstverteidigen geht. Wenn ich mal Glück habe, ist tatsächlich einer mir fast ins Hinterteil gekrochen und wurde dann von den 20 mm runtergeballert. Das war es dann aber auch schon. Aber das kommt ja so selten vor. Übrigens jetzt wieder Dämmerungsflug hier. Auch schön, sieht die toll aus. Ja, die Dinge halten nichts aus. Wer baut so eine Scheiße? Und das ist halt wirklich. Dafür kriege ich. Für das Ganze kriege ich 378 Punkte. Ich sage, das lohnt sich überhaupt nicht, Basen anzugreifen. Also da muss man schon wirklich. Wie soll ich sagen? Einfach nur gewinnen wollen. Da muss man wirklich einfach nur gewinnen wollen. Aber wenn es um Kohle und Punkte geht, dann lässt man die Basen am besten sein. Oder man zerstört alle drei. Dann ist man vielleicht der King hier. Aber wann passiert denn das schon mal? So, jetzt hier mit der Firefly. Die ist richtig geil. Die fliege ich eigentlich am liebsten. Also die Briten haben scheiß Bomber, aber die haben richtig geile Jagdflugzeuge. Schlachtflugzeuge sind, naja, so lala. Kommt drauf an, welches mal fliegt. Die Bowfighter sind natürlich der Klassiker hier, aber ich fliege am liebsten hier sowas wie die Firefly oder so. Basis zerstört, dafür kriege ich noch ein paar Cent. Gucken, ob ich die SM hier runterkriege. Müsste dann auch jetzt geschehen. Fuck you. Okay, ist nicht super wendig das Ding, aber wendiger als manch andere. Scheiße, ich bin nicht. Sieht er, der ist ein bisschen wackelig in der Luft. Auch. Wie soll ich sagen, es fühlt sich schwer zu steuern an, komischerweise. Andere Jagdflugzeuge, Spitfire oder so, die kannst du ja wirklich nach links und rechts ziehen, wie links gut ist. Stürze ab. Lieber nachhelfen.
Der ist ein bisschen klobig in der Luft, aber die Bewaffnung ist einfach extraordinär. Im Sinne von gut. Und ja, jetzt habe ich ihn dann doch letzten Endes mal, aber da wird er ganz schön lange durchgehalten. So, ich leite jetzt nach. Fuck you, Tier 8. Also, ob man das heißen soll. Fuck you, Team oder so. Ne, wird immer paranoid. Ich hasse diese Karten, wo alle kreuz und quer fliegen und nicht. Ich mag lieber die Karten, wo die wirklich wie so ein Klumpen. Ja. Ich hör's, ich hör's. Wirklich wie so ein Klumpen irgendwie auf einer Stelle sind, mehr oder weniger, oder die meisten davon, wo man einfach mal locker reinmähen kann. Oder zumindest sich die Ausscherler greifen kann. Scheiße, da gab's noch so einen englischen Begriff. Ich versuche gerade, ich komme gerade nicht drauf. Wie ist denn das? Irgendwas mit Pit? Nee, es hieß nicht mit Pit. Ich habe die sogar früher öfter verwendet, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Pitball, Woolpit? Nee, scheiße, ich komme nicht mehr drauf. Furball, Furball! Genau, Furball wird das genannt. Wenn viele aufeinander hängen. Komm, Waldi, stirb, stirb, Waldi, stirb. Einfach nur durch schnell nach hochziehen hier. Kurz mal die W-Taste angetippt. Oh fuck. Und schon geht das. Ja, die I. Was ist das? I-185. Die würde ich jetzt so nicht kriegen. Fuck, du stirb. Ich bin auch schon wirklich schwer getroffen hier. Das ist nicht mehr feierlich. I-185, ja. Die. Naja. Die hätte ich jetzt nicht so einfach verfolgen können. Dafür bin ich einfach zu langsam, zu schwerfällig. Ja, gut, jetzt Spitfire hier. Ende mit. Und zur Not hätte ich noch einen Bowfighter. Also, wie man sieht, jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Hampton. Echt für den Arsch. Man muss den britischen Bomber lassen, dass sie wirklich eine unheimlich hohe Bombenlast haben und wirklich, also Basen ja wie nichts wegballern können oder einfach mal ganzen Trupp Bodeneinheiten wirklich ausradieren mit einer Bombe. Also, wenn zum Beispiel diese 4000 Pfund Bomben sind, wie bei den Wellington. Aber Selbstverteidigung ist wirklich unter aller Sau, ja. Und selbst voll modifiziert und so, wirklich, als würde man Papier oder mit Alu bestrichenes Papier fliegen. Und das kann es echt nicht sein, aber naja. Pff. Ich war nie selber im britischen Bomber. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass die sich so leicht haben abschießen lassen. Okay, es ist fire, yeah, bro. Die sind ein bisschen schwieriger hier. Echt, ich hab den Typen nicht. Das ist ja derselbe Typ von eben. Und wir haben gewonnen. Scheiße, hätte ich mal noch ein paar Sekunden länger durchgehalten. Ja, gut, trotzdem noch Vierter, aber 1210 Punkte. Für die ganze Aktion hat man früher mehr bekommen. Echt, ich meine, die haben es ganz schön zurückgeschraubt. Ne? Das muss man ehrlich mal sagen. So, ich guck mal, wo ich jetzt bin hier. Es gibt auch keine täglichen Belohnungen mehr. Naja. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.